Hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Ihr, ich und noch zwei weitere Leute werden heute einer Weltpremiere beiwohnen. Ich weiß, mit diesem Wort soll man sehr vorsichtig sein, aber es ist tatsächlich so. Die beiden Leute, die ich meine, das sind Marcello und Alex von Muesta Barbecue. Denn die haben vor 4 Jahren sich überlegt, sie kreieren selber einen Pelletgrill. Und heute ist der große Tag gekommen. Der erste Pelletgrill ist in Europa. Und genau diesen einzigen werden wir heute gemeinsam auspacken, aufbauen und uns ganz genau anschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Moin, schön, dass wir heute bei Jörn sein dürfen. Wir haben es tatsächlich geschafft, nach 3 Jahren Entwicklungszeit den Sheriff auszuliefern. Und gucken wir mal, was sich unter der Haube verbindet. Jörn hat heute nämlich den ersten Sheriff bekommen. Den allerersten. Ihr macht auch keine Vorstellung, wie sehr ich mich darüber freue. Ja, am Anfang, als wir angefangen haben, diesen Grill in Löhne zu entwickeln, stand natürlich das Design. Wir haben selber Ideen gehabt. Wir haben mit externen Ingenieursbüros zusammengearbeitet. Aber als das Design erstmal auf dem Tisch stand, haben wir halt bei unserer Konstruktion überlegt, wie wir das Thema angehen. Wir wollten halt modern oder klassisch mit modern kombinieren. Und wir haben halt hier bei diesem Pelletgrill, man sieht hier dieses Fass in der Mitte, gesagt haben, das wollen wir unbedingt behalten. Wir wollen vom Design dieses Fass behalten, was halt liegt, oder diese Tonne. Aber halt mit Elementen wie dem Rohrrahmengestell, dem Schornstein oder dem Pelletbehälter kombinieren. Sprich das Rohrrahmengestell, die ganze Optik mit den Abrundungen und das halt wieder hier in die Runde zu bringen, das passt halt zusammen, finden wir zumindest. Und letztendlich ist die Farbe auch super wichtig gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen halt einen Schwarz-Matt und halt dieses Use Gray, nennt sich offiziell DB703. Das ist halt so eine spezielle Rostschutzfarbe in Anführungszeichen. Ist es hier nicht. Aber das ist halt dieses spezielle Grau, was wir von Anfang an fanden, das wollten wir haben. Und hier ist er nun endlich, der Sheriff. Und ich gehe jetzt mal auf die weiteren Details ein. Wir haben halt hier dieses super stabile Ablagebrett, was einfach auszuklappen ist. Und wo ich halt meinen Topf, meine GN-Behälter super bequem draufstellen kann. Und wenn ich halt die Soßen aufbringen will oder die Marinaden oder die Wraps, kann ich das halt bequem tun. Wir haben einen komplett doppelwandigen Innenraum, zumindest zur Seite und nach oben hin, und halt einen super stabilen Ablagerost. Hier gibt es auch noch einen zweiten im Zubehör, den man optional bekommen kann. Und dadurch habe ich halt in dieser zweiten Ebene nochmal eine doppelte Fläche, gerade wenn ich Sachen wie Rippchen mache oder irgendwelche Sachen, wo halt wirklich mal mehr auf den Grill muss, ist das eine super geile Sache. Vielleicht eine Sache noch zur Doppelwandigkeit. Wir haben den Grill doppelwandig gemacht, natürlich um den Pelletverbrauch zu reduzieren. A und B auch, um höhere Temperaturen zu erreichen im Sheriff. Da schaffen wir bis zu 310 Grad. Pelletverbrauch ist ein Thema, weil ich sag mal, der Sheriff schafft mit 5 Kilo ungefähr, ich sag mal, die gleiche Laufzeit wie andere mit 10 Kilo. Und das ist übrigens auch ein Grund, weshalb die Muesta Pellets im 5-Kilo-Beutel zu verstauen sind. Und zwar auch hier wichtig, alle anderen haben große Beutel. Wir haben gesagt, wir wollen kleine Beutel, weil irgendwie steht in der Ecke immer ein Beutel rum, der angebrochen ist. Und hier habe ich halt 5 Kilo, die passen irgendwie immer rein, wenn ich nachfülle. Zur Not nimmt man 2 und deswegen halt dieses praktische Format. So, schalten wir den Grill mal ein. Haben wir jetzt die erste Inbetriebnahme hier. Wenn ich eingeschaltet habe, leuchtet hier der Ring blau. Das heißt, der Grill ist auch kalt, weil der schaltet dementsprechend ab einer Temperatur von über 60 Grad schaltet er auf rot. Füllen wir mal ein paar Pellets rein. Und wir müssen halt bei der Erstbefüllung dafür sorgen, dass die Pellets von der Brennkammer bzw. von dem Pellettank erstmal in die Brennkammer befördert werden. Und damit haben wir auch schon gleich den Pelletsensor abgedeckt, der halt beim Einschalten sonst piepen würde. Es passt auch noch ein zweiter Sack rein. Das heißt, jetzt haben wir 10 Kilo drin.
Und da passt auch noch ein bisschen mehr rein. So, jetzt schalten wir mal ein. Beziehungsweise, jetzt machen wir den Pellet Prime. Den aktivieren wir. 5 Sekunden das Firewheel drücken. Und jetzt fördert die Schnecke die Pellets vorne in die Brennkammer. Jetzt kann man entweder durch Hören, wenn es gleich klackert, das Ganze beenden. Das dauert ungefähr 8 Minuten. Oder man guckt optisch in die Brennkammer rein, wenn die Pellets vorne angekommen sind. So, man hört jetzt, dass die Pellets in den Pelletbehälter reinfallen. Klick. Das heißt, ich beende den Pellet Prime Modus. Die Schnecke ist voll. Drücke hier nochmal 5 Sekunden und jetzt sind wir wieder im Startmodus. Und jetzt können wir den Grill eigentlich einschalten. Dann. Und das tun wir, indem wir halt hier 3 Sekunden drauf drücken. Dann hört man den sehr, sehr leisen Lüfter. Und ich sehe die Ist-Temperatur. Heute ist es wirklich warm, 33 ja. Grad. Und jetzt kann man hier die Zieltemperatur wählen an dem Firewheel. Da sagen wir jetzt einfach mal Max-Temperatur 310 Grad. Ich bestätige das Ganze mit dem Firewheel. Er blinkt hier kurz und jetzt fährt er die 310 Grad an, zeigt aber die Ist-Temperatur an. So, wir brennen den Grill jetzt ein bei 310 Grad. Die Temperatur haben wir eben vorgewählt. Das heißt, wenn ich hier dran drehe, drauf drücke, hat man halt hier die Zieltemperatur, die blinkt kurz und springt dann zurück zur Ist-Temperatur. Und wir haben das Ganze mit Buche gemacht, weil Buche halt einen höheren Brennwert hat und wir auch Buche für die höheren Temperaturen vorsehen. Alles, was über 260 Grad ist. Und was für Sorten habt ihr dann sonst noch? Wir haben sonst noch Apfel, Kirsche und Pflaume. Diese Sorten sind aber wirklich eher für die niedrigen Temperaturen gedacht, weil da muss man auch ganz klar sagen, die hinterlassen in der Brennkammer einen höheren Ascherückstand. Und die sind für die hohen Temperaturen einfach nicht geeignet. Und deswegen sagen wir, erstmal, weil es auch günstiger ist, es Buche zu verwenden, es hat eh keinen Zweck. Er raucht ja bei den hohen Temperaturen nicht. Genau. Und deswegen haben wir gesagt, Buche ist das Einzige, was Sinn macht und es auch einen positiven Effekt hat. Also die Sache ist halt auch die, also ich meine, ihr nennt es Pellet Grill. Ich weiß, da haben wir schon oft drüber gesprochen, aber ich letzten Endes für mich ist das ein Pellet Smoker. Und ich verwende diesen Grill sehr wahrscheinlich nicht dafür, um ihn bei 310 Grad zu verwenden, sondern ich möchte darauf low and slow arbeiten mit eben meinen Obsthölzern. Ne? Also Apfel und Kirsche sind ja meine absoluten Lieblinge. Und von daher, das mit dem Einbrennen und Sauerbrennen, das verstehe ich alles, auch wenn du mal einen Braten machst und so weiter, dass du dann bei 250, 260 Grad unterwegs bist. Aber ganz ehrlich, also darauf jetzt Pizza machen zum Beispiel, ich weiß, dass das geht, aber... Also dafür kauft man sich ja nun eigentlich keinen Pelletgrill. Ja gut, klassischerweise gibt es aber doch einige Kunden, die sagen, sie möchten halt auch andere Sachen drauf machen. Also wir selber haben auch schon mal einen Tomahawk drauf gemacht. Dass das Ergebnis nicht hundertprozentig ist das gleiche wie auf einem Standardgrill, wo ich direkt grille, ist klar. Aber uns hat es überrascht, wie gut das Ergebnis war. Ansonsten klassischerweise Bratwürstchen werden besser als auf einem Gasgrill. Das ist immer noch bei so einigen Leuten auch so ein ausschlaggebender Punkt, kann er das auch, dann ja. Brauche ich nicht noch einen Zweitgrill für Bratwürstchen. Ne? Und klassischerweise kann man halt eine ganze Menge Sachen damit machen und da muss jeder seinen Weg finden. Wichtig ist uns hier halt einfach gewesen, diese Komfortsteuerung, dass es halt wirklich automatisch läuft. Ja, ihr seht es wahrscheinlich noch nicht, aber es fängt jetzt so langsam an, kommen jetzt die ersten Rauchschwaden aus dem Kamin raus und man riecht es auch schon. Der Sheriff hat quasi gezündet und... Also man riecht es schon und also wenn man genau hinsieht, sieht man auch schon die ersten Rauchschwaden, die da rauskommen. Das heißt, er kommt jetzt also langsam auf Temperatur. Momentan haben wir bei der Grilltemperatur immer noch die 33 Grad. Aber wir haben uns heute tatsächlich auch einen schönen warmen Tag ausgesucht. Das muss auch mal ganz klar sein. Ja, 33 Grad Starttemperatur habe ich, ich glaube, noch nie gesehen. Guck mal, jetzt kommt der Rauch. Jetzt. Also es ist tatsächlich so, müssen wir jetzt mal darauf achten, dass der wirklich 2-3 Minuten raucht und das halt nur beim Anmachen. Ansonsten raucht er halt nur, wenn ich ihn bei niedrigen Temperaturen betreibe oder halt auf Smoken stelle. Richtig, genau. Das ist uns auch wichtig, dass wenn ich jetzt halt einen Kuchen backe bei 180, 90 Grad, dass er nicht halt so viel Rauch zuführt. Ne? Na klar. Ja gut, das ist ja dann diese saubere Verbrennung halt. Und man will ja auch die Nachbarn nicht belästigen. Ne? Das ist richtig. Ja, aber das ist halt das Schöne an dem Pelletgrill halt, ne? Dass du die im Prinzip den Vorteil eben hast, von einer sauberen Verbrennung, dass du halt wirklich mit Holz arbeitest, nicht mit Kohle. Ja, ja, das ist schon eine schöne Geschichte. Also ich hatte ja schon ein paar Pelletgrills und ich habe die wirklich sehr, sehr zu schätzen gelernt und freue mich tatsächlich jetzt auf den. Und ich habe Großes vor. Mein Kühlschrank ist voll. Und du siehst, was ich eben schon gesagt habe. Also ich hatte einen anderen Pelletgrill, den ich Jahre vorher benutzt habe und der qualmte mir immer hinten an die Hauswand. Und als wir das gestrichen haben, da hat man erstmal gesehen, oh, so toll sah das mal vorher aus. Deswegen haben wir gesagt, dann könnte man das doch so machen, dass ich den Rauch einfach in die Richtung
drehen kann, dass er mir nicht direkt gegen die Hauswand pustet. Das ist gut, immer in meine Richtung, das passt schon. Genau, immer in deine Richtung, ja, einmal tief einatmen. Ja. Also der Pelletverbrauch haben wir ungefähr gemessen, 375 Gramm bei 130 Grad pro Stunde. Ja, das ist das, was mich interessiert, ne, Low and Slow, dass du da wirklich ewig mit arbeiten kannst. Das ist das, was für mich tatsächlich wichtig ist. Jetzt hat übrigens der Pelletopf durchgezündet, das erkennt man ganz gut daran, dass der Rauch weg ist. Genau. Und die Temperatur steigt. Das auch. Ja, also der starke Rauch sozusagen ist weg. Jetzt beginnt oder haben wir jetzt 43 Grad? Nein, ich hoffe nicht. Gibt morgen. Nee, aber also wir sind, wie gesagt, wenn ihr jetzt auf den Schornstein seht ihr, dass da im Prinzip eigentlich kein Qualm mehr rauskommt. Und das ist im Prinzip so diese saubere Verbrennung, die ich gerade eben sagte. Und jetzt geht es eben auch mit der Temperatur nach oben. So, er qualmt noch ein bisschen. Man kann ihn jetzt noch weiter einbrennen lassen, bis der Qualm letztendlich komplett verschwunden ist. Ansonsten sind wir jetzt bei der Maximaltemperatur. Die Temperatur geht auch teilweise ein bisschen über die 310 Grad. Das ist auch völlig in Ordnung, um das halt wieder zu regeln. Und wir können jetzt ganz einfach sagen, wir regeln jetzt mal wieder runter. Nehmen wir mal als Zieltemperatur 130 Grad. Die lockt er jetzt ein und zeigt gleich wieder die Ist-Temperatur. Und jetzt regelt dementsprechend die Pelletsteuerung, dass halt weniger Pellets zugeführt werden und dass er dementsprechend runterregelt. So, während der Grill jetzt runterfährt, von einer hohen Temperatur runter zu regeln, dauert natürlich immer ein bisschen länger. Da kann man halt auch dann zwischendurch mal die Klappe aufmachen. Und währenddessen erkläre ich jetzt einfach das mal, wie das funktioniert. Wir haben halt hier 5 Tasten. Die ersten beiden Tasten sind für die Sensoren, Sensor 1 und Sensor 2, weil ich kann 2 Sensoren anschließen, die auch mitgeliefert werden. Und das Display ist erstmal komplett leer. Es wird nur die Ist-Temperatur angezeigt. Und ich habe halt hier die Felder für die Sensoren. Und wenn ich die reinstecke, wird der Sensor automatisch aktiviert. Der zeigt jetzt 36 Grad an. Und die Zieltemperatur kann ich jetzt verändern. Wenn ich jetzt Sensor 1 drücke, kann ich sagen, eine Kerntemperatur von, nehmen wir mal 70 Grad. Und in diesem Fall ist es jetzt so, wenn der Grill die Kerntemperatur vom Fleisch von 70 Grad erreicht, dann schaltet der Grill aus oder geht in den Shutdown-Cycle. Und um das halt noch aufzuwerten, haben wir eine Warmhaltefunktion. Wenn ich die drücke, kann man aussuchen zwischen 75 und 110 Grad. Wir wählen jetzt einfach mal die 75 Grad, zum Beispiel bei einem Pulled Pork, wenn ich das halt noch warm halten möchte. Das heißt, in diesem Fall taucht hier diese kleine Flamme auf. Mhm. Wenn das im Fleisch steckt, ja, und die Zieltemperatur erreicht wird, dann geht er nicht aus, sondern geht in den Warmhaltemodus. Ja, das ist cool. Und egal, wann ich dann ankomme, das Fleisch ist noch nicht unterkühlt. Ja. Ich finde beide Sachen tatsächlich ziemlich gut. Dass er tatsächlich, wenn es erreicht ist, dann von alleine ausgeht, dass er eben nicht einfach jetzt gnadenlos weiterballert. Tatsächlich echt gut. Auch die Sachen mit dem Warmhalten auch gut. Ja. So, dann haben wir halt noch eine Smoke-Taste. Also den Warmhaltemodus kriege ich wieder raus, indem ich die Taste halt gedrückt halte. Dann ist der wieder weg. Mhm. Dann habe ich noch eine Smoke-Taste. Ist natürlich, wenn ich von einer hohen Temperatur komme, eigentlich eher sinnlos. Ja. Aber dann blinkt hier kann ich hier eine Zeit einstellen und sage 14 Minuten. Jetzt fährt er auf eine Temperatur zwischen 90 und 100 Grad ungefähr, wo, ja, er dann Rauch erzeugt oder ein bisschen mehr Rauch erzeugt. Ja. Und dieser Timer, der fängt aber erst an zu zählen, wenn ich diese Temperatur erreicht habe. Weil sonst beim Runterfahren, wahrscheinlich brauche ich die 15 Minuten zum Runterfahren. Ja, die wirst du locker brauchen. Und dann hat er gar nichts geraucht. Aber im Grunde genommen stellt man Smoken ja auch nur am Beginn ein. Genau. Auch wenn ich den wieder rausnehme, drücke ich die Smoking-Taste und drehe den Timer auf 0, dann ist er raus. Relativ einfach von der Handhabung. So, jetzt haben wir Sensor 1, Sensor 2. Der zweite Sensor wird halt auch aktiviert, wenn ich den reinstecke. Und automatisch hat er dann beide Temperaturen. Ah, ja. Und je nachdem, welchen Sensor ich verstellen möchte, drücke ich Sensor 1 oder Sensor 2. Zieltemperatur nehmen wir mal auch 62 Grad und fertig. So, jetzt möchte man die Temperatur nochmal kontrollieren. Dann drücke ich einfach nur auf die Sensortaste, dann zeigt er mir die gewünschte Zieltemperatur an. Ja. Aber eigentlich ist ja die Ist-Temperatur die interessantere, wenn ich permanent kontrollieren möchte. Ne? So, jetzt haben wir hier hinten noch den Timer. Das heißt, wenn ich den drücke und sage 21 Minuten,
dann geht der Grill nach 21 Minuten aus. Ach so, das heißt, damit kannst du dem Grill wirklich sagen, wenn das Ganze braucht jetzt noch irgendwie 20 Minuten, wenn ich ein Küchlein backe, ne? Ja. Oder irgendwas in der Richtung, alles, was halt ein Timer braucht. Man muss halt beachten, aber bei einem Timer, wenn ich irgendwas drin lasse, was fertig ist, er fängt dann auch an zu piepen. Mhm. Das macht er auch, wenn der bevor er ausgeht, fängt er auch nochmal an zu piepen, wenn die Sensortemperatur erreicht ist. Das Piepen geht dann aber wieder aus. Oder auch beim Warmhalten, wenn die Zieltemperatur erreicht ist, dann piept er, ich glaube, 3 Minuten und danach geht er in den Warmhaltemodus. Okay. Einfach, um nochmal ein Signal zu geben. Genau. Und das war uns sehr, sehr wichtig, dass wir halt, wir brauchen keine App-Steuerung, wir brauchen aber dementsprechend diese Komfortfunktionen, weil das war uns wichtig. Einen Pelletsensor haben wir halt auch verbaut, das heißt, wenn die Pellets dementsprechend mal zu Neige gehen, dann fängt er an zu piepen, aber das ist dann ein Intervall. Ich glaube, 45 Minuten lang piept er dann 5 Minuten und 5 Minuten nicht und danach geht er aus, wenn ich nicht dann die Pellets nachgefüllt habe. Und den Timer machst du auch einfach gedrückt halten wieder oder musst auf 0 drehen? Okay. Drücken und auf 0 drehen. Okay, nächster. Okay. Genau. Das war es eigentlich schon. Im Grunde genommen braucht man auch keine Bedienungsanleitung dafür, weil es halt eigentlich intuitiv ist, wenn man da... Ja, im Grunde braucht man einfach nur dieses Video. Das ist der Sinn und Zweck der Sache. Genau, man braucht dieses Video. das ist der Sinn und Zweck der Sache. Das ist doch ganz klar. Und die Sensoren, die deaktiviere ich einfach, indem ich sie rausziehe. Und fertig. So, und die kann man eben da oben, wie Alex das gerade eben zeigt, kann man da wunderbar oben reinlegen. Da ist extra so ein Fach. Genau. Da passt das hervorragend rein. Dann hat man sie auch immer da und muss sie nicht groß erst suchen. Jetzt kommt, wir haben natürlich das große Problem, dass der Grill eben doppelwandig ist und deswegen halt auch gut die Temperatur halt hält. Das heißt also, ich weiß nicht, ob ihr das Display sehen könnt, da sind immer noch 277 Grad in dem Hobel. Also so schnell auskühlen tut er nicht. Und das ist halt der große Vorteil von dieser Doppelwandigkeit halt. Ne? Da, ja, Deckel auf ist da tatsächlich die Lösung, um runterzukommen von der Temperatur halt. Ne? Gut, letztendlich dürfte man den Deckel auch nicht zu lange aufstehen lassen, weil sonst irgendwann auch mal ein Fehler generiert wird, weil er, wenn er im Aufheizmodus ist. Mhm. Weil wenn ich den Deckel aufmache, und dann erreicht er ja nie seine Zieltemperatur. Ja. Ja gut, aber wir wollen ja jetzt runter. Genau, also das ist halt keine normale Anwendung. Und jetzt beim Runterfahren ist es nochmal was anderes. Ja. Also generell gilt ja, ne, if you're looking, you're not cooking, also Deckel zu. Genau. Und den einfach machen lassen, den Grill. Du hast ja deine Steuerung extra außen liegen, dass du da eigentlich den Deckel gar nicht erst aufmachen musst. Ja. Ein Thema haben wir noch vergessen, wo wir noch drüber sprechen müssen, ist halt, wir haben halt hier eine Notfallfunktion eingebaut. Sprich, das Thema Rückbrand wird immer ab und zu mal wieder angesprochen. Und letztendlich kann man es bewusst provozieren, wenn man halt wirklich das Gerät bei voller Temperatur mit den falschen Pellets betreibt. Weil sich dann in der Aschekammer zu viele Pellets sammeln können. Das muss nicht sein, das kann sein. Und wenn es mal dazu kommen sollte, dass hier wirklich hier Qualm rauskommt aus dieser Seite, wirklich nur Qualm, dann drückt man das Firewheel 10 Sekunden und dann geht der Lüfter aus und die Schnecke fährt die Pellets sauber in die Richtung und dann ist auch alles in Ordnung. Ja. Nur das ist halt, es taucht so gut, also im Normalgebrauch kann man das eigentlich nicht erzeugen. Dieses, ja gut, aber letzten Endes, immer irgendeiner schafft es dann am Ende des Tages doch immer wieder. Genau. Und magst du noch kurz erzählen, warum du Batterien in den Grill eingelegt hast? Ja, wollte ich jetzt zu kommen. Also erzähl. Ich kann es einfach simulieren, indem ich halt dementsprechend den Strom ausschalte hinten oder den Stecker rausziehe. Man hört, der Lüfter läuft immer noch. Ja. So, wir haben eine Funktion eingebaut, die halt, ich schalte ihn wieder ein. Ja. Die halt das sicherstellt, dass... Er ist jetzt auch automatisch in den Shutdown-Cycle gegangen, weil er jetzt dementsprechend geregelt runterfährt, wenn der Stromverlust da ist. Mhm. Sprich, Beispiel ist, man hat eine Steckdose, eine schaltbare auf seiner Terrasse und man macht den Grill von innen aus, der Strom ist weg und dann fährt der Grill natürlich unkontrolliert runter. Ja. Und um das zu verhindern, haben wir Batterien eingebaut und für diesen Notfall kann man 3-4 Mal das in Anspruch nehmen. Hier ist ein Batteriecase unten drunter mit 2 9-Volt-Blöcken. Wenn ich das jetzt halt bewusst machen sollte, dann muss ich nach 3-4 Mal die Batterien austauschen, ansonsten halten die ziemlich lange. Ja. Ich möchte gerne noch was zur Größe sagen. Also wir haben letztendlich von der Größe eine Breite definiert, die kein kleines Modell ergibt und auch kein riesig großes, weil für den Normalverbraucher haben wir gesagt, diese Größe ist ausreichend, um deine 2 Brisket zu machen oder auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pulled Pork. Braucht man relativ selten, aber ich kann durch die Doppelwandigkeit den Grill auch für einen Pulled Pork anwerfen.
weil der Pelletverbrauch so extrem niedrig ist. Ja, aber Pellet, also Pulled Pork hat man eben auch Vorrat. Also von daher, das... Gut, kann man auch 3 machen oder 5, ist ja egal. Ich meine, ich mache das auch immer auf Vorrat. Aber im Grunde genommen geht es halt so, was soll ich mit so einem Riesengrill, ja. Obwohl ich den, ich habe ja nicht jede Woche eine Gesellschaft da, wo ich ein Riesen-Catering mache. Ja, also je größer der Grill, umso größer, umso mehr muss auch dementsprechend Brennmaterial durchgeschafft werden, um damit er auf Temperaturen kommt und auf Temperaturen bleibt. So, wir sind jetzt noch nicht ganz runter bei den 130 Grad und ich schalte jetzt einfach trotzdem mal komplett aus. Das dauert tatsächlich ewig, das muss auch mal, ganz ehrlich. So, er sagt mir hier clean, also das heißt bitte... die Brennkammer reinigen und jetzt fährt er halt dementsprechend kontrolliert runter. Ich glaube ungefähr 18 Minuten, dann geht der Lüfter aus und dann schaltet er auch komplett aus. Okay. So, wir erklären nochmal kurz das Prinzip. Dazu nehme ich mal das komplette Innenleben raus. Hier haben wir die zweite Ebene. Den Grillrost. Hier sieht man jetzt übrigens auch den Temperaturfühler. Ist übrigens noch gut warm in dem Grill. Genau. Ja, deswegen hat er immer noch Handschuhe an. So, hier haben wir jetzt ein Blech. Alles, was auf dem Grillrost tropft, geht auf dieses Blech und fließt nach rechts in den Eimer ab. Das heißt, wir haben hier keine Flammenbildung durch Fett, was in eine Flamme tropfen kann oder zu dem Holz. Das heißt, wir haben eine komplette indirekte Ebene. Im Grunde genommen ist es Grillen mit Holzfeuer, da wo das Grillen ursprünglich herkommt. Das ist jetzt der Hitzedeflektor, damit die Hitze halt im Grill verteilt wird. Den nehmen wir mal zur Seite und jetzt sieht man halt ganz schön, da ist kaum noch Feuer drin. Aber durch die Doppelwandigkeit, das sind die letzten Glutnester, also die da noch zu sehen sind. Also sieht man in der Kamera nicht, aber es ist tatsächlich noch, es ist noch minimal Glut noch da, aber vieles ist tatsächlich nicht mehr. So, es ist der Grill ausgegangen, aber das Display ist trotzdem noch an und der Ring leuchtet noch rot. Das signalisiert, der Grill ist noch heiß und er schaltet erst halt auf blau runter, wenn er die 60 Grad erreicht hat und dann schaltet er den Grill auch komplett aus. Gut, jetzt habe ich ja morgen mein Brisket vor und wie ihr wisst, ich räuche am liebsten mit Obsthölzern. Jetzt haben wir hier die ganze Brennkammer, die ganze Pelletkammer voll mit Buche. Das wollen wir ändern. Ja, da steht er also, der Sheriff. Lang hat es gedauert, also Alex hat es ja gerade eben schon angerissen. Ich habe zum ersten Mal von diesem Grill erfahren, vor gut 4 Jahren. Ja. Da haben wir quasi wie die Lümmel von der letzten Bank, auf der letzten Bank in einem Bus gesessen. Ich habe die ersten Konzeptzeichnungen gesehen. Und seitdem bin ich tatsächlich scharf gewesen auf diesen Grill. Und jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Und dürft euch auf jede Menge Videos freuen. Morgen, wie gesagt, werde ich direkt mal das Ding mit Brisket vollpacken. Das wird richtig großartig. Video seht ihr natürlich dann. Und schauen wir mal, was das Ding so kann. Vielleicht reden wir noch ganz kurz zum Schluss über den Preis. Ja, 1400 momentan mit Abdeckhaube. Und die ersten werden jetzt in den nächsten 2 bis 3 Wochen ausgeliefert. Wir haben einige Vorbesteller gehabt. Und danach wird er weiterhin, also bestellbar ist er schon, und weiterhin verfügbar dann ab September. Okay, also schaut gerne bei eurem Grillfachhändler vorbei und fragt ihn wegen dem Sheriff. Und ich danke euch beiden wirklich unendlich sehr. Also zum einen natürlich für diesen hervorragenden Grill, aber zum anderen natürlich auch für das Vorbeibringen. Das Vorbeibringen und Vorstellen. es ist mir tatsächlich eine große Ehre. Leute, ich habe gerade hier Gänsepelle. Das ist absolut großartig. Ich freue mich wie ein kleines Kind über diesen Grill und freut euch auf die Videos, die da kommen werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich einen Kommentar. Solltet noch kein Abonnenten meines Kanals sein, hier unten könnt ihr auf kostenfreie Ehrengrillerbasis das sehr gerne nachholen. Den Grill verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Schaut also gerne bei Moesta Barbecue vorbei. Für diejenigen, die bis jetzt nichts damit anfangen können, das sind die mit den Pizzaringen und Barbecue-Disc und so. Kennt ihr alles schon von meinem Kanal. Ihr Lieben, ja, die haben jetzt noch ein paar hundert Kilometer nach Hause. Ich schmeiß die jetzt raus. Gott sei Dank haben wir eine Klimaanlage. Zum Glück, ja. Ja, wir haben uns echt einen schönen warmen Tag rausgesucht. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut euch den Sheriff bei eurem Grillfachhändler an und macht's gut. Euer Jörn vom Barbecue aus Rheinhessen und Moesta Barbecue. Macht's gut. Ciao.